Hallo meine Beauty Bunnies und schön, dass ihr dabei seid bei einem neuen Video von mir hier auf meinem Kanal. Ich habe online geshoppt bei Tricy. Sieht so aus, das Logo. Kannte ich vorher auch nicht, wurde darauf aufmerksam, weil ich nach neuen Lidschatten war und hier kann man sich seine eigene Lidschattenpalette selbst zusammenstellen. Finde ich mega gut und dachte mir, das probiere ich mal aus und bin echt gespannt, wie das nachher so wird, weil diese Palette habe ich ja selbst zusammengestellt und ich möchte alle Farben verwenden. Wir sind gespannt. Wenn du also wissen möchtest, welche Farben ich mir gekauft habe und wie das Ganze nachher so performt, bleib auf jeden Fall dran dann. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht getan hast. Vielen lieben Dank. Ich würde sagen, wir fangen an. So sieht also die Palette erstmal von vorne aus. Du hast hier das Logo nochmal, eine Pappumverpackung, wo drauf steht Designer Make-up Palette. Design Yourself Be Unique steht hinten noch einmal drauf und das ist ein Refill-System. Das heißt, ich kann das selbst befüllen. Die Palette kommt mit einem Magnetverschluss, Pappumverpackung und hier ist ein Spiegel. Den klappe ich aber weg, sonst funktioniert das nicht so gut. Und so sieht es von innen aus. Ich habe hier noch so ein Plastikcover, das kann ich allerdings abnehmen. Ich mache das jetzt mal so vor. Also das könnte ich abnehmen, dann würden sogar noch mehr reinpassen, anstatt nur 9 Lidschatten. Bin ich auch schon überlegen, weil so 2, 3 hätte ich, glaube ich, noch gerne. Ich habe jetzt hier 7 matte Töne, sehr auffällige. Und für den Alltag auch was. Und ich muss sagen, diese 3 oder 4 Töne verwende ich sehr, sehr, sehr viel, weil sie echt schön sind für den Alltag. Das ist so ein bisschen, ja, aufregender. Ich möchte übrigens heute in diesem Look alle Töne verwenden. Ich hoffe, das klappt. Mein Lid habe ich schon gesettet, mehr oder weniger gut, sehe ich gerade. Aber das gehen wir jetzt gleich immer drüber. Deswegen habe ich auch so einen hellen Ton mit dabei, weil ich damit immer mein Lid einmal nochmal sette und dann anfange. Dieser Ton hier, der Braunton, ich übrigens alle Infos, welche Lidschatten ich gekauft habe, unten in der Infobox und wie viel das in Einzelnen kostet, ist mir jetzt nicht gesponsert. Wie gesagt, selbst hier organisiert. Ja, dieser Ton hier ist sehr dunkel und muss man mit einer anderen Farbe drunter arbeiten. Sonst lässt er sich nicht mehr gut verblenden, weil die Farben so krass pigmentiert sind. Ihr werdet das nachher feststellen, also die blauen Töne phänomenal gut, auch das Gelb, sehr, 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 sehr schöne Palette. Ich würde sagen, wir reden aber jetzt nicht mehr viel drumherum, sondern fangen an. Ich werde das Ganze mit einer wunderschönen Fahrstuhlmusik unterspielen, falls ich so etwas finde. Und du kannst gerne zuschauen, wie der Look entsteht mit all diesen Töne.
So, meine Augen sind fertig. Ich trage gerade Concealer auf. Untere Augen fehlen natürlich noch. Das machen wir gleich zusammen. Aber erst einmal Concealer und den setten wir gleich auch gemeinsam. Das nächste Produkt von Trice ist ein Setting-Puder bzw. ein Highlighting-Puder. War aber deklariert auf der Internetseite als Setting-Puder und ich habe es mitgenommen, weil ich auch gehofft habe, dass ein bisschen Schimmer drin ist. Denn wenn ich Foundation auftrage, Concealer, ihr seht das schon, ist man sehr, sehr, sehr matt. Und eigentlich benutzt man deswegen auch so ein bisschen Highlighter, um wieder ein Leben hineinzubekommen in das Gesicht. Ich habe jetzt hier das Setting Puder, wie gesagt, gekauft von Trice. Hier sind 8 Gramm drin und kommt mit so einem, ja, Art Siebnetz. Also das kann man eigentlich aufdrehen und wieder zudrehen. Ich gebe jetzt das hier rein. Bei diesem Puder ist es so, dass es nicht direkt schimmert. Es hat ein paar grobe Glitzerpartikel drin. Die sieht man aber irgendwie nur, wenn es aufgetragen ist. Jetzt nicht hier drin. Und die verfliegen auch. Also ich würde es nicht verwenden, wenn da die Partikel jetzt Ewigkeiten auf dem Gesicht bleiben würden, weil ich sowas eben nicht mag. Aber die verfliegen. Und ich muss sagen, ich mag das Puder sehr, sehr gern. Übrigens auch kurz im Augen-Make-up. Es hat kaum krümelt. Das ist eine der wenigen Lidschattenpaletten jetzt. Ich habe es selbst zusammen kreiert, aber die Lidschattenpalette, die echt kaum krümelt. Also kaum Fallout. Echt schönes Produkt, diese Lidschatten. Und ja, jetzt hier zum Puder. Ich liebe es. Am Anfang wusste ich es nicht. Dann habe ich festgestellt, die Maske hält, beziehungsweise das Make-up unter der Maske hält wesentlich länger mit diesem Puder. Und dieser Schimmer verfliegt. Du wirst in der Kamera nichts erkennen von dem Glitzer. Und ich sehe es auch nur, wenn ich echt nah dran gehe. Ansonsten sehe ich das überhaupt nicht und dieser Glitzer verfliegt eben. Das ist sehr, sehr schön. Ein tolles Puder würde ich mir auch wieder kaufen, weil es seinen Zweck übermaßen erfüllt und echt sehr angenehm ist. Also, ja, das bringt die Foundation nochmal so ein bisschen mehr zum Halten. Und ich puder vor allen Dingen echt hier immer, wo eben die Maske sitzt, damit das lange hält und das macht es echt perfekt. Also ganz, ganz tolles Puder von Trice, auch wenn es ein bisschen schimmert. Aber das verfliegt, wie gesagt, und würde ich mir definitiv wieder kaufen. So, bevor wir weitermachen mit dem nächsten Produkt von Trice, werde ich erstmal meine Augen fertig schminken. Ich werde hier wieder natürlich diese Palette benutzen. Ich werde dieses dunkle Blau benutzen, eigentlich diese Blautöne. Und vielleicht mit diesem Ton ausblenden. Das ist einer meiner Lieblingstöne aus der Palette. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie der Ton genau heißt. Ich verlinke ihn, beziehungsweise ich setze ihn unten in der Infobox. Denn das einzige Problem ist bei diesen Lidschatten, man kann sie halt rausnehmen. Aber auf der Rückseite steht halt nicht mehr der Name drauf. Und das muss ich jetzt erstmal herausfinden, welche Farbe das war. Aber das ist einer meiner Lieblingsfarben, weil man sie einfach immer in der Crease verwenden kann. Man kann alles damit ausblenden. Super, super schön. Jetzt habe ich von dieser Palette eigentlich alle Töne benutzt, außer diesen Schimmerton hier. Der ist uns optimal für unter den Augenbrauen. Wenn du mal schaust, wie krass der einfach glänzt. Also mega schön. Und den verwende ich auch für mein Augeninneres. Jetzt habe ich so ein bisschen mit das Gelb. Und dann ist der Look perfekt. Also diese Palette hier, beziehungsweise die Farben von Trice,
performen echt super. Also du siehst das auch, die sind da, die sind brillant. Die schimmern, was das Zeug hat, wenn du einen Schimmer in die Schatten holst. Ich bin echt begeistert. Mega, mega Teilchen hier. Ich tusche mal meine Wimpern und bin gleich wieder für euch da. Wir machen weiter mit Bronzing und da muss ich was zu sagen. Also ich habe mich vielleicht einen Ticken verkauft. Der ist recht dunkel bei mir und so habe ich den Tracy Sweet Hazel Bronzer. Eigentlich gibt es so ein Trio, da ist Bronzer, Blush und Highlighter drin, aber irgendwie sagt mir die Farbe nicht so zu und ich wollte was anderes testen, als schon vorgegeben war. Deswegen habe ich mir einzelne bestellt. Wie gesagt, das ist der Bronzer, kommt wieder mit einem Spiegel hier drin. Sieht erstmal okay aus und ich habe mir gedacht, perfekt, aber der ist so krass pigmentiert. Ich mache das immer vor, ich gehe einmal rein, klopf ab und wenn ich das dann so mache, habe ich direkt einen dunklen Streifen. Den muss ich dann natürlich gut verblenden. Das geht zum Glück auch. Aber man sollte wirklich tap, klopf, 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 klopf und dann erst mit leichten Bewegungen den Pinsel aufs Gesicht geben. Wirklich leichten Bewegungen. Sehr schöner Bronzer. Ich glaube, ich würde mir noch eine helleren Farbe holen, weil dann übermale ich mein Gesicht nicht so mit dem Bronzer. Das ist eben so immer so eine Sache. Und ich muss hier auch sagen, der Bronzer bröckelt so ein bisschen. Also wenn ich das stört, ja, mich stört es nicht. Oh, das wird ja schon wieder zu stark. Ja, das ist eben, bei dem Bronzer muss man eben etwas aufpassen. Mhm. Natürlich ist es noch sparsam, weil du nicht so viel brauchst. Ich habe einen anderen Bronzer, da muss ich echt mega viel rein. Hier muss ich wirklich kaum rein und sofort habe ich ein sehr schönes Ergebnis. Der kommt jetzt hier in so einer Pappumverpackung. Wir kommen zum Blush. Der kommt in so eine Plastikumverpackung, was aber an mir liegt, weil ich es eben einzeln bestellt habe. Ich wollte halt nicht dieses Trio-System haben, das habe ich einzeln bestellt. Und deswegen kommt das in so einer Verpackung. Ganz ehrlich, mich stört das wirklich überhaupt nicht. Hier steht trotzdem drauf, was hier drin ist. Das ist nämlich der Blush, Blush Lady. Und das passt bei mir besser hier rein. Wenn ich mich von diesen nur diese hätte, könnte ich viel mehr lagern. Anstatt durch diese fette Verpackung mit Spiegel. Ist zwar schön, aber das geht bei mir genauso und stört mich überhaupt nicht. Dieser Blush ist sehr schön, wirkt in der Kamera recht dunkel. Auf den Wangen hat er so einen leichten Schimmer. Hier sieht man übrigens keinen Schimmer, auch nicht, wenn man das ganz nah sich betrachtet. Aber auf den Wangen entfaltet er so einen wirklich harmonischen Glanz im Gesicht, dass ich zum Teil noch nicht mal mehr einen Highlighter benötige. Auch der ist sehr stark pigmentiert und den kann man nicht so gut hier drin eben abklopfen, deswegen auf dem Hand drücken. Und den gebe ich mir auf. Da, wo eben der Blush hingehört. Und da muss man auch aufpassen. Die sind alle so krass pigmentiert, die Sachen. Das ist echt Wahnsinn. Die puren Pigmente haben wir hier. Und ich kann schon sehen, man kriegt so einen leichten Schimmer zurück ins Gesicht, was ich sehr schön finde. Ja, das ist der Blush. Ich muss sagen, der Blush gefällt mir richtig gut. Auch wenn er ein Ticken dunkel ist, aber ich glaube, wenn ich etwas gebräunter bin, sieht der gut aus, genau wie der Bronzer. Sehr, sehr schön. Ich habe natürlich auch einen Highlighter von Tracy mitgenommen. Kommt ebenfalls in dieser dünnen Verpackung, weil es wieder nicht in diesem Trio drin war und ich einzeln bestellt habe. Habe ich gerade eben schon mal erwähnt. Und das ist der Highlighter Rose Dream Blush. Champagnerton. Ich glaube, so könnt ihr es gut sehen. Hat so einen leichten rosa Touch. Passt aber perfekt zum Blush, wie ich finde. Und auch zu meiner Haut. Und auch der ist krass stark. Ich glaube, es könnte ein gutes Dupe sein. So am Ofra Highlighter, weil die auch immer so stark sind. Und sieht das nicht toll aus? Wunderschön. So, meine Beauty-Hasen, das ist der fertige Look mit den Tracy-Produkten. Mega krasser Look. Klar, das laufe ich nicht jeden Tag rum, aber ich finde, ihr konntet einfach gut sehen, wie alle Lidschatten performen. Ich bin ehrlich, ich würde mir Lidschatten nachkaufen, ich würde mir Blush, Highlighter nachkaufen, auch das Puder. Beim Bronzer weiß ich nicht, weil ich ihn tickend zu intensiv finde. Er lässt sich zwar ausblenden, das Ergebnis sieht jetzt auch echt schön aus,
Aber es macht mir zu viel Arbeit. Ich bin dann ehrlich. Ich brauche so einen Bronzer, wo ich nur mal rein und verteilen kann und nicht noch aufpassen muss, dass ich irgendwie zu dunkel damit wirke. Deswegen Produkte gut, aber beim Bronzer würde ich so, ja, da muss man halt echt aufpassen. Ansonsten sehr, sehr schöne Produkte und ich glaube, es wird nicht die einzige Palette der Bad Twicey sein. Übrigens, einige Lidschatten hier draus waren im Angebot. Ich glaube, dieser helle Blauton hier, den ich hier vorne aufgetragen habe, weiß gar nicht warum, ist das schön, also schaut mal auf der Internetseite nach. Sehr, sehr schön. Alle Infos, wie gesagt, unten in der Infobox. Ja, ist am einfachsten einfach für alle. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn es ist, dann lasst dem Video gerne einen Daumen oben da. Vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen, für eure Unterstützung. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bleibt alle gesund und bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.